Ja, liebe Studenten, ganz herzlich willkommen zur Interaktive Systeme Vorlesung, diesmal als Online-Lecture aus den bekannten Gründen. Ja, es geht darum, wie man benutzergerechte Systeme entwickelt, darum, wie man Software so gestaltet, dass sie von einer heterogenen Gruppe von Benutzern, solchen, die ein System vielleicht nur unregelmäßig nutzen, genauso wie von Experten gut benutzt werden können. Sie sollen wenig Fehler dabei machen, sie sollen effizient sein, und sie sollen idealerweise sogar Spaß bei der Arbeit haben. User Interfaces sind heute sehr vielfältig, sind oft eingebaut in technische Geräte, vielfältige Kontexte, in denen sie genutzt werden. Das hat dieses Gebiet besonders spannend und vielfältig gemacht, war vor 15, 20 Jahren noch ganz anders. Da sah es im Wesentlichen ging es im Wesentlichen darum, zu beschreiben, wie jemand an einem Büroarbeitsplatz sitzt mit einem stationären PC. Selbst Laptops waren damals selten. Und für dieses eingeschränkte Setting mit einem 17-Zoll-Monitor, Maus und Tastatur, da hat man dann quasi User Interfaces entwickelt. Heutzutage hat man ganz unterschiedliche Situationen, sehr kleine Displays beispielsweise eingebettet als Statusanzeigen in technische Geräte. Wie kann man mit so etwas gut umgehen? Das alles sind Themen, um die es in diesem Buch geht. Ich mache diese Lehrveranstaltung zusammen mit Benjamin Behrendt und Christian Hansen. Die seht ihr hier unten eingeblendet. Ben und Christian werden also die Übungen leiten, in denen ihr Projekte bearbeiten werdet, sodass ihr eben auch eine praktische Erfahrung gewinnt, selbst ein interaktives System zu konzipieren, zunächst mal über Anforderungen gut nachzudenken, es zu designen und dann eben auch umzusetzen und zu testen. Christian ist Juniorprofessor in der Gruppe für computergestützte Chirurgie, hat selbst sehr viel User-Interface-Erfahrung und hat zweimal auch diese Vorlesung schon selbst gehalten. Ich habe mich selbst sehr lange schon mit diesem Thema beschäftigt. Diese Vorlesung habe ich 1998 das erste Mal gehalten und seitdem etwa 20 Mal, um quasi die wichtigsten Informationen für Studenten zusammenzufassen. Über PowerPoint-Slides hinaus habe ich mit meinem Kollegen Raimund Daxelt aus Dresden zwei Bücher geschrieben, die quasi auch wichtige Grundlage für diese Veranstaltung sind. Der erste Band Grundlagen Graphical User Interfaces und Informationsvisualisierung. Da geht es vor allem um die Grundlagen und Graphical User Interfaces. Informationsvisualisierung machen wir nicht in dieser Veranstaltung. Und von Band 2 geht es vor allem um das User Interface Engineering oder Usability Engineering, wie es auch genannt wird. Das ist also ein systematischer Prozess, wie man von der Analyse bis zur Evaluierung von umfassenden Prototypen systematisch ein gutes User Interface entwickeln kann. Ja, das hat zu tun auch mit unserer aktuellen Forschung, so soll das sein, an einer Universität. Derjenige, der eine Vorlesung hält, hat nicht nur viel gelesen über ein Thema und ein bisschen nachgedacht, sondern hat da eigene Forschungserfahrungen und Projekte. Bei dem, was wir in den letzten Jahren machen, spielt das Thema Virtual Reality eine besonders große Rolle. Deswegen seht ihr da die Oculus Rift oder die HTC Vive, mit denen wir eben viel machen, um Benutzern in VR etwas zu zeigen, zu erklären. Es sind oft Trainingsanwendungen oder wie hier in diesem Beispiel eben Therapieplanung. Das ist so eine semi-immersive Situation, wo der Benutzer eine Stereobrille aufhat und dann mit einem Gerät wie diesem Z-Space einen Stereo-Eindruck erfährt, sodass er räumliche Verhältnisse da deutlich besser einschätzen kann als mit einem normalen 2D-Display. Was man da ganz konkret sieht, ist ein Hörimplantat, was dem Benutzer in das Mittelohr eingesetzt werden soll. Also eine echte Operation, der Schädel muss eröffnet werden. Und da wird virtuell quasi geplant, dass wir genau das richtige Implantat auswählen in Größe und Form, was zur Anatomie von diesem Patienten am besten passt. Ein weiteres Forschungsprojekt haben wir bei uns in der Gruppe mal angefangen, hat dann die Gruppe für Computer-Assisted Surgery ganz enorm weiterentwickelt mit vielen kreativen Lösungen. Es ging darum, zu unterstützen, wie Ärzte unter sterilen Bedingungen in einem Operationssaal arbeiten können. Sie kriegen Daten über die aktuelle Situation des Patienten auf diesen Displays eingeblendet. Diese Daten werden erhoben mit diesem sogenannten C-Bogen hier. Das ist eine Angiografieanlage. Und das, was da dargestellt wird, ist natürlich oft nicht aus der Richtung dargestellt, die den Benutzer gerade interessiert. Oder Helligkeit und Kontrast sind nicht optimal. Deswegen hat der Benutzer viele Einstellmöglichkeiten hier. Ja?
Der hat aber immer Handschuhe an, weil das steril ist. Und der Mundschutz, der im Moment gerade auch für größere Bevölkerungsgruppen außerhalb von Operationssaalen in aller Munde ist, in dieser Situation soll also gut interagiert werden. Ja, und wir haben dafür zunächst mal die aktuelle Situation beobachtet, analysiert, auch skizziert regelrecht. Das ist eine wichtige Grundlage auch für das Design. Und später sind dann eben berührungslose Interaktionskonzepte entwickelt worden, die zum Beispiel auf Gestenerkennung basieren oder eben auch auf der Nutzung von Fußschaltern. Das ist ja auch wieder etwas, was unproblematisch möglich ist. Aber eine Maus in die Hand zu nehmen, zum Beispiel, das würde hier nicht passend sein. Ja, organisatorisches, auf der Webseite für die Veranstaltung findet ihr die Vorlesungsslides und die Lecture-Videos. Der Account ist UI-Student als Username und UI-Student@ISG als Passwort. In der Übung geht es darum, vor allem was Praktisches zu machen. Ja, also nicht nochmal zu diskutieren, was so in der Vorlesung besprochen wurde. So schwer ist die Vorlesung nun auch nicht. Sondern es geht eher darum, dass man moderne User Interface Toolkits auch nutzt, Erfahrungen sammelt mit der User Interface Programmierung. Gerade diejenigen von euch, die Informatik studieren, von denen würde man, wenn sie im Bereich User Interfaces arbeiten, später nicht unbedingt erwarten, dass sie mit tollen Skizzen den aktuellen Zustand skizzieren, sondern dass sie eben imstande sind, auf Basis einer vertieften Kenntnis der User Interface Toolkits eben ein User Interface auch effizient umzusetzen. Ihr sollt dabei in kleinen Teams zusammenarbeiten. Auch das soll so ein bisschen auf die Situation in der Praxis vorbereiten. Gerade User Interface Entwicklung ist Teamarbeit. Da braucht man ja auch Experten, die ein bisschen unterschiedlichen Fokus haben, unterschiedliche Expertise haben und das mit einbringen können. Es gibt zwei Übungen, die online gestaltet werden. Ben Behrendt und Christian Hansen, die beiden Übungsleiter. Die E-Mail-Adressen habe ich hier nochmal eingeblendet. Ihr ja, habt euch hoffentlich schon angemeldet über das LSF und ja, könnt dann an diesen Übungen teilnehmen. Ja, entsprechend der Begrenzung, die wir natürlich machen mussten, weil so eine Projektarbeit nicht beliebig skaliert auf sehr viele Studenten. Interaktive Systeme ist eine Bachelor-Veranstaltung bei uns an der FIN. Das heißt, da ist sie anrechenbar für die Studiengänge Informatik, Computervisualistik und Ingenieurinformatik. Auch Mathematikstudenten können dieses Fach wählen und im Master Integrated Design Engineering ist es als Wahlpflichtfach wählbar. Es gibt 5 Credit Points dafür, es gibt keine Zusatzaufgaben oder Zusatzpunkte, also eine reine 5-Credit-Point-Veranstaltung. Und für die FIN-Studiengänge ist das insbesondere auch wählbar im Bereich Schlüssel- und Methodenkompetenz. Ja, hier geht es nicht um Algorithmen, um Kerninformatik, sondern schon tatsächlich auch um Schlüssel- und Methodenkompetenz in dem Sinne, dass ich euch versuchen will zu vermitteln, wie man mit Benutzern redet, wie man sie interviewt, wie man Fragebögen gestaltet, also so eine enge Zusammenarbeit mit Anwendern organisieren kann. Am Ende des Semesters gibt es eine Klausur dazu, eine schriftliche Prüfung, 2 Stunden, wie das üblich ist. Die orientiert sich an den Vorlesungsinhalten. Und für diejenigen, die einen Schein erwerben wollen, ist es einfach wichtig, dass sie die Prüfung auch mitschreiben und sie müssen sie einfach bestanden haben. Ja. Ja, also ihr müsst die Projekte in der Übung gut bearbeiten. Das ist quasi die Prüfungszulassung, die Voraussetzung dafür, dass ihr an der Prüfung teilnehmen könnt. Ja, es gibt dabei 4 Pflichttermine. Das ist ja nicht allzu schlimm, nicht 14, wie ein normales Semester hat, sondern 4. Da geht es darum, dass ihr einmal Ideen präsentiert, dass ihr ja einmal eine Konsultation wahrnimmt, eine Live-Demo von eurem Programm macht und eine Diskussion führt. Das alles ist mit Terminen verbunden. Das werden euch die Übungsleiter natürlich genauer sagen. Ihr sollt kleine Gruppen bilden, Zweierteams, Dreierteams und euch bei den Übungsleitern per E-Mail dann damit anmelden. Das Projekt müsstet ihr vor der Live-Demo auch eingereicht haben, sodass es die Übungsleiter mal ausprobieren können. Und am Ende soll es eben ein vorführbares Projekt geben, was Basisanforderungen an ein interaktives System erfüllt. Hier unten sind einfach Screenshots eingeblendet von Projekten, die eure Vorgänger gemacht haben. Dieses Konzept haben wir ja schon eine ganze Weile.
Ja, zur Literatur, was ist wichtig, was ist empfehlenswert, ist eine Sammlung von deutschsprachigen und englischsprachigen Büchern, die natürlich einen unterschiedlichen Fokus haben, entsprechend der Expertise der Autoren. Die ersten beiden Bücher deutschsprachig, das Buch, an dem ich mitgeschrieben habe, hatte ich schon erwähnt, Mensch-Maschine-Interaktion von Andreas Butz und Antonio Krüger, ist kürzer. Aber irgendwie frisch geschrieben, modernes Buch, ein bisschen andere Schwerpunkte auch, also eine schöne Ergänzung. Das Buch von Wilbert Gayletz, The Essential Guide to User Interface Design, ist ein richtig umfassendes Buch, 800-900 Seiten hat das, und das diskutiert ganz haarklein und im Detail, wie man Dialoge gestaltet, überarbeitet, verbessert, ja, so dass man da Gruppierungskomponenten richtig einsetzt, ein Layout vernünftig gestaltet, ja, visuell geschickt gruppiert, Radio-Buttons, Checkboxes und so weiter gut einsetzt. Da geht es wirklich sehr ins Detail und auch wenn es ein paar Jahre alt ist, ist es immer noch, ja, auf dem Niveau ist es immer noch aktuell. Ja, das gilt immer noch. David Bennion und Kollegen haben ein Buch geschrieben, Designing Interactive Systems im Edison Wesley Verlag. Erschienen. Das ist ein umfassendes englisches Buch, deutlich mehr High-Level als das Wilbert Gayletz Buch, mit vielen interessanten Gedanken auch zu dem User Interface Engineering Prozess. Daran habe ich mich selbst in meiner Forschung, aber auch in der Lehre an etlichen Stellen orientiert, werde also ab und an auch mal Bilder zeigen, die aus diesem Buch stammen. Donald Norman ist Psychologe, ja, kein Informatiker. Und sein Buch The Psychology of Everyday Things, sowie auch ähnliche Bücher, die er später noch geschrieben hat, ist also aus dieser Perspektive des Psychologen geschrieben. Er hat vor allen Dingen viele Beobachtungen angestellt zu ja, Everyday Things, also Geräten, die wir im Alltag ständig benutzen, Türen, Wasserhähne, Kaffeemaschinen und ähnliches, Videorekorder. Was macht es aus, ob wir verstehen, wie diese Dinge zu benutzen sind? Möglichst intuitiv dies zu verstehen, denn im Laufe unseres Lebens müssen wir ziemlich viele Geräte benutzen und wenn wir jedes Mal irgendein Handbuch lesen müssten, uns von jemandem beraten lassen müssten, das wäre uneffektiv. So kann es eigentlich nicht gehen und da hat er viele interessante Gedanken zu geäußert. Das Buch von Jennifer Preece und Kollegen, Interaction Design bei Wileys erschienen, ist ein bisschen ähnlich zu dem von David Bennion in dem Sinne, dass es eben auch ein umfassendes High-Level-Textbook ist. Wiederum mit ein bisschen anderen Schwerpunkten. Jeff Reskins Buch, das ist jemand, der bei Apple gearbeitet hat und dafür die User Interfaces verantwortlich waren. Und man kann vielleicht sagen, dass die Apple User Interfaces nicht als ganz schlecht gelten. Das ist deutlich kürzer und hat eben eine ganze Reihe von konkreten, spezifischen Tipps. Ja, also irgendwie auch eine schöne Ergänzung. Wenn man so ein bisschen fragt, wer ist denn sowas wie der große Topstar in der User Interface Entwicklung im Bereich interaktive Systeme, dann würde ich sagen, die Frage lässt sich schon beantworten, so viele Leute auch zu dem Gebiet beigetragen haben. Aber der Star ist Ben Schneiderman. Ja? Sein Buch Designing the User Interface ist zum ersten Mal 1987 erschienen und dann hat es immer wieder Neuauflagen gegeben, die oft komplett neu geschrieben worden sind. Also nicht bloß eine Aktualisierung, sondern eben wirklich komplett neue Bücher. Und ja, da würde ich euch das Buch empfehlen, was 2009 erschienen ist, die fünfte Auflage zusammen mit Jennifer Preece. Ja, was will ich heute machen? So ein bisschen zeigen, wie die Vorlesung gegliedert ist, ein bisschen was zu gesetzlichen Vorgaben sagen, auch etwas dazu, inwiefern interaktive Systeme bedeutsam sind, wichtig sind, welche Aspekte dabei im Vordergrund stehen, was es auch an Problemen nach wie vor gibt. Als ich diese Vorlesung 1998 das erste Mal vorbereitet habe, da habe ich so ein bisschen gedacht, naja, da sind ja viele relativ offensichtliche Probleme bei User Interfaces. Vielleicht dauert es 10 Jahre, im schlimmsten Fall 15, dann müsste das ja irgendwie alles gelöst sein. User Interfaces sind dann gut, im Sinne von leicht erlernbar und effizient benutzbar insbesondere. Und da muss man so eine Vorlesung gar nicht mehr halten. Das ist nicht der Fall. Ja? Nach wie vor gibt es viele Situationen, wo User Interfaces frustrierend sind, wo man nicht gut damit klarkommt. Und das nicht, weil die Anwendung inhärent so komplex ist, dass man nun einfach gar kein einfaches User Interface dafür machen kann, sondern eine unnötige, verwirrende Komplexität. Ihr hört oft von dem Begriff benutzerfreundlich.
freundlich. Das ist ein ziemlich schwammiger Begriff. Das klingt irgendwie so, als wäre es völlig subjektiv, ob man etwas für benutzerfreundlich hält oder nicht. Wir wollen so ein bisschen gucken, dass wir diesen Begriff konkretisiert kriegen. Ich will auch ein bisschen was dazu sagen, wie sich User-Interface-Entwicklung von klassischer Softwareentwicklung unterscheidet. Mittlerweile ist das an vielen Stellen integriert. Die Unterschiede sind nicht mehr so groß, aber es ist doch gut, nochmal drauf zu gucken, wie das eigentlich entstanden ist. Ich will ein paar Beispiele so ja, schlaglichtartig geben für neue Formen von Mensch-Computer-Interaktionen, also solche, die sich unterscheiden von dem klassischen, sagen wir mal, Büroarbeitsplatz oder Ingenieurarbeitsplatz. Und ich will interaktive Systeme auch aus arbeitswissenschaftlicher Sicht ein bisschen charakterisieren. Die Arbeitswissenschaften gehört also zu den Disziplinen, die hier einen wichtigen Beitrag leisten kann. Warum eigentlich? Naja, die Nutzung von Computern ist für viele Berufe mittlerweile quasi das Standardwerkzeug. Ja, ein Mitarbeiter in einer Bank, in einer Versicherung, in einer Krankenversicherung berät Kunden auf Basis von interaktiven Systemen, der blättert nicht in irgendwelchen Ordnern rum, sondern das ist alles auf dem Computer. Das heißt, die Frage, wie diese Systeme gestaltet sind und ob sie gut zu benutzen sind, ob das Spaß macht, ob man das Gefühl hat, das habe ich wirklich im Griff, macht also ganz viel für die Jobzufriedenheit aus. Oder im schlimmsten Fall macht es eben aus, dass Mitarbeiter sich frustriert fühlen, das Gefühl haben, sie machen da irgendeine geistige Fließbandarbeit auf eine ganz uneffektive Art und Weise. Das hat also wirklich auch eine arbeitswissenschaftliche Sicht. Ja, im ersten Teil soll es um Wege zu einer guten Benutzungsschnittstelle gehen, also darum, wie man Aufgaben und Benutzer analysiert, welche Rolle Richtlinien spielen, wie man Prototypen von Benutzungsschnittstellen evaluieren kann, und ein bisschen, was will ich auch sagen, zu Werkzeugen in der User-Interface-Entwicklung. Dann kommt zum Grundlagenteil, wo ich insbesondere inspiriert durch dieses angesprochene Buch von Donald Norman auf Interaktion mit realen Geräten eingehen will. Die historische Entwicklung lasse ich aus Zeitgründen mal weg. Da findet ihr ein Slideset, das würde quasi erklären, wie ging das alles mal los und welche ja, Lehren hat man aus bestimmten Entwicklungen oder auch Fehlentwicklungen gezogen und wie kam es dann am Ende so weit bis Hypertext-Systeme, das World Wide Web, Web 2.0 entstanden sind. Das ist schon eine Entwicklung, die eigentlich sogar relativ geradlinig erfolgt ist, wo es frühe Visionäre gab, die im Grunde schon in den 40er Jahren Voraussagen gemacht haben, die sich dann Jahrzehnte später tatsächlich umsetzen ließen. Was ich als Videolecture wieder vorstellen will, ist eine Reihe von Prinzipien für die Entwicklung von interaktiven Systemen. Die sind sehr High-Level. Das heißt also, damit allein sind noch nicht alle Fragen beantwortet, wie man nun konkret vorgeht, aber das soll Orientierung für die Entwicklung geben. So, dann spielt Psychologie ein bisschen auch eine Rolle. Auf Donald Norman bin ich ein paar Mal eingegangen. Es geht ja in interaktiven Systemen darum, Informationen zu präsentieren. Zu präsentieren, wo kann der Benutzer welche Eingaben tätigen beispielsweise. Da spielt die Wahrnehmungspsychologie eine wichtige Rolle, die visuelle Wahrnehmung insbesondere, ein bisschen aber auch die auditorische Wahrnehmung. Ja, wir haben in der Mensch-Computer-Interaktion auch Signale, Klänge, das spielt auch eine Rolle. Und ich will auf Metaphern eingehen. Metaphern als eine Möglichkeit, wie man Konzepte vermitteln kann auf Basis von bereits bekannten Konzepten. Ja, also das sind quasi die beiden wichtigen Bestandteile von diesem Teil der Vorlesung. So, und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben und ob wir am Ende des Semesters es auch noch schaffen, auf technische Aspekte ein bisschen mehr einzugehen, darauf, wie ein Fenstersystem eigentlich funktioniert, was man damit machen kann, was wichtige Interaktionsaufgaben sind, das ist so ein High-Level-Begriff, und konkrete Interaktionstechniken, mit denen man die erfüllen kann. Ja? Und die letzte Vorlesung würde sich dann auf Dialog- und Formulargestaltung beziehen. Also das, was in diesem Delitzch-Buch insbesondere so intensiv beschrieben ist, wie macht man konkret gute Dialoge, die eben intuitiv relativ gut verständlich sind. Ja, Wege zu einer guten Benutzungsschnittstelle. Was ist damit gemeint? Wirklich wichtig ist eine Aufgabenanalyse, die man
in der Anfangsphase eines Projektes durchführt, gegebenenfalls im Laufe des Projekts auch nochmal konkretisiert und vertieft. Dazu gehören Befragungen von Benutzern, und Benutzer sind oft nicht so eine einheitliche Gruppe. Ja? Das könnten also Sachbearbeiter sein, das könnten aber auch Dezernenten sein, also dass die Chefs der Sachbearbeiter, die mit den gleichen Programmen arbeiten, aber teilweise unterschiedliche Funktionen davon nutzen. Vielleicht sogar auch noch die dazugehörigen Abteilungsleiter, die dann noch mehr so eine High-Level-Sicht auf das Ganze haben. Besuche vor Ort sind oft wichtig, auch um räumliche Gegebenheiten zu verstehen. Ja, in so einer Polizeistation würde man dann oft merken, wie viel Unruhe da ist, wie viel Lärm, wie viel da telefoniert wird. Die Annahme, dass man also einen voll konzentrierten Benutzer hat, der längere Zeit quasi nur auf den Bildschirm starrt und mit einem Programm arbeitet, die ist, das merkt man dann ganz schnell, nicht realistisch. Ja? Vergleichbare Programme sich anzugucken ist gut, weil das ein bisschen was darüber aussagt, was die Benutzer schon kennen. Ja? Hier seht ihr zwei Informatiker, angezogen wie Mediziner, ja? Die in einem Operationssaal hospitieren, mitschreiben auf ihren iPads, versuchen also Vorgänge zu verstehen, um dann daraus solche Abläufe, solche Workflow-Diagramme zu generieren, mit denen sie quasi ihr Verständnis der zu unterstützenden Prozesse darstellen. Als Grundlage für Diskussionen nochmal mit den Chirurgen, haben wir das wirklich richtig verstanden, auf Basis von unseren Beobachtungen und natürlich später, wenn es verifiziert und validiert ist, auch als Grundlage für die eigentliche Entwicklung des das User Interface Design. Ja. So ein Diagramm, was ich euch ein bisschen genauer erklären will, wäre also dieses hier. Es gibt eine sogenannte Situation of Concern, das heißt, irgendetwas ist nicht gut darin, wie bestimmte Aufgaben erledigt werden, sonst würde man ja nicht anfangen, ein neues Projekt zu starten oder existierende Software wesentlich weiterzuentwickeln. Ja? Man analysiert Aufgaben, zum Beispiel so, wie ihr das hier seht, durch Beobachtungen. Ja? Man modelliert die Aktivitäten, das wird hier so ein bisschen angedeutet. Gleichzeitig erstellt man ein Problem Statement, in dem man das nochmal wirklich festhält, was sind die wesentlichen Probleme, die zu lösen sind. Und dann erfolgt eine Synthese von konkreten Anforderungen. Anforderungen ist etwas, das muss so präzise sein, dass man später testen kann, ist die Anforderung denn tatsächlich erfüllt. Das heißt also, in vielen Fällen ist die Anforderung auch quantitativ. Zum Beispiel sowas, 75% der Benutzer sind imstande, innerhalb von 10 Minuten die Funktionen, folgende Funktionen zu erlernen. Ja? Das wäre eine quantifizierte Anforderung an den Einarbeitungsaufwand. Ja, dann spielen im weiteren Verlauf Testverfahren eine wichtige Rolle. Ihr seht hier ein Bild, uralt, fast 30 Jahre, von Siemens. Die hatten damals eines der ersten Usability Labs. Ja? Hier vorne sitzt ein Benutzer und arbeitet mit der zu testenden Software. Der wird gefilmt, sowohl der Benutzer als auch der Bildschirm. Das kann man sich hinterher genau angucken. Der Benutzer wird gebeten, laut zu denken, also zu kommentieren, was er macht, zu beschreiben, was in ihm vorgeht. Ich will jetzt dies und das machen, deswegen wähle ich das und das aus. Das hat doch nicht das gemacht, was ich eigentlich dachte. Deswegen probiere ich jetzt dies und jenes. Ja? Und hier sieht man eben Personen, die diesen Test so ein bisschen ja, überwachen, auch live erleben. Das ist so eine semi-durchlässige Scheibe. Das heißt, die sehen die Testperson, aber umgekehrt werden sie nicht gesehen. Das würde die Testperson eventuell ablenken. Also das einfach als eine Variante, ein Umfeld, wie man testen kann. Heute arbeitet man mit vielen anderen Methoden, mobile Usability Labs und Ähnliches. Ja, Interaktion mit realen Geräten. Da wollen wir uns einfach eine ganze Reihe von realen Geräten mal angucken. Ein bisschen verallgemeinern auch, was sind so wiederkehrende Konzepte für die Interaktion, und sich daran zu orientieren, ist im Zweifelsfall eine gute Idee, weil es eben Lernaufwand verringern kann. Ja, ins Auto wollen wir natürlich auch gucken, das ist ein Beispiel für komplexe User Interfaces, die dann sogar unter Zeitdruck gut bedient werden müssen. Ja, die historische Entwicklung, wie gesagt, will ich jetzt nicht in so einer Videovorlesung vorstellen, hier sind nur mal zwei Beispiele daraus für frühe Fenstersysteme, überlappende Fenster können hier realisiert werden. Das war einfach wichtig, um auch so ein gewisses Multitasking zu unterstützen, den Austausch von Informationen zwischen mehreren Programmen über so eine Art von
von Zwischenablage beispielsweise. Ja, wir wollen später über Prinzipien reden. Adaptierbarkeit ist zum Beispiel ein Prinzip, was wichtig ist, worauf zu achten ist. Benutzer sind sehr unterschiedlich, beispielsweise in ihren Präferenzen für Farbschemata beispielsweise. Und da wäre es keine gute Idee, wenn die Entwickler genau eine Konfiguration vorgeben und die Benutzer das überhaupt gar nicht anpassen können. Ja, psychologische Aspekte, da wollten wir unter anderem über Metaphern reden. Ja, hier seht ihr ja quasi die Anlage, mit denen ein DJ früher gearbeitet hat, als das alles noch analog war. Hier seht ihr, wie das quasi virtuell gemixt werden kann mit Bedienelementen, die dem irgendwie ähnlich sind. Hier seht ihr so eine typische Ablage, ja, mit vielen Reitern in entsprechenden Aktenordnern und hier seht ihr daran angepasst User Interfaces. Ja. Also das wäre zu Metaphern. Als ganz kurze Vorausschau, bei kognitiven Grundlagen reden wir darüber, wie Informationen wahrgenommen, verarbeitet werden, also insbesondere auch abgespeichert und gelernt werden. Wir reden dabei über das Arbeitsgedächtnis. Früher hat man Kurzzeitgedächtnis gesagt. Gibt gute Gründe dafür, dass man heute Englisch mehr vom Working Memory spricht und das wäre dann das Arbeitsgedächtnis. Und das Langzeitgedächtnis, die interagieren natürlich miteinander. Meine aktuellen Ziele hängen zusammen mit dem, was ich weiß über ein bestimmtes Gebiet. Aufmerksamkeit spielt eine wichtige Rolle, ist eine begrenzte Ressource, muss sparsam eingesetzt werden. Wie werden Fähigkeiten eigentlich erlernt? Und welche Fehler können trotzdem passieren? Wie kann man das ein bisschen kategorisieren? Natürlich auch mit dem Ziel, Fehler zu vermeiden. Das sollte ein wichtiges Prinzip von User Interfaces sein, Fehlerquellen möglichst auszuschließen. Ja, im technischen Teil reden wir über Fenstersysteme. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, da mehrere Fenster zu öffnen, wir werden auch unterstützt darin, sie zum Beispiel gruppiert zu platzieren, die Fensterinhalte zu koordinieren. Wir reden über Interaktionsaufgaben und Interaktionsstile. Direkte Manipulation wäre ein wichtiger, das ist ein grafischer Interaktionsstil, der ist recht natürlich. Sprachliche Eingaben spielen auch eine Rolle, vielleicht auch wieder eine wachsende Rolle. Ja, ihr könnt viele Dinge schlicht und einfach in eine Suchmaschine eingeben und kriegt dann passende Ergebnisse. Ihr könntet nicht eine grafische Darstellung von allen Webseiten erwarten und dann auf diese Weise die passende Webseite auswählen. Ja, da ist also die Spracheingabe doch auch günstiger in manchen Situationen. So, wir reden über Vor- und Nachteile von solchen Interaktionsstilen, und daraus ergeben sich dann auch Kombinationsmöglichkeiten. Das wäre eben ein menübasierter Interaktionsstil, kombiniert mit einer iconhaften Darstellung. Ja, das sind kreisförmige Menüs, was ihr hier seht. Ja, ein paar Bilder, die hinweisen auf Dialog- und Formulargestaltung. Das hängt mit der Vorlesung davor insofern zusammen, als dass man hier auch Interaktionsaufgaben hat, aber eben nicht elementare Interaktionsaufgaben, sondern deutlich komplexere, zusammengesetzte Interaktionsaufgaben. Und hier spielt visuelle Gestaltung eine wichtige Rolle. Mehr und mehr ist man auch bestrebt, da tatsächlich Personen einzusetzen, die echtes Gestaltungswissen haben. Ja? Also nicht unbedingt diejenigen, die Informatik studiert haben, sondern eher diejenigen, die sich ganz systematisch und vertieft, beispielsweise mit Farbkombinationen, mit Fonts, mit Layoutgestaltung beschäftigt haben. Ja, Motivation. Ich will das mal am Beispiel vom Autofahren erklären. Als Autos noch nicht so verbreitet waren, da musste man als Autofahrer viel wissen über Autos. Ja? Man musste sich mit dem Motor so ein bisschen auskennen. Natürlich musste man oft Öl nachfüllen, man musste den Benzinhahn öffnen, den Schock ziehen und dann auch wieder reinstecken, ja, für so einen Kaltstart. Wenn es dunkel war, musste man natürlich das Licht einschalten. Heutzutage passiert ganz viel davon automatisch. Das heißt also, vieles, was eigentlich so die Bedienung von Autos ausmacht, was diese Komplexität ausmacht, wird vor dem Autofahrer heutzutage verborgen. Der kann sich wirklich auf das Fahren und Lenken konzentrieren. Ja, in vielen Fällen hat er sogar eine Automatikschaltung. Das ist quasi eine
Entwicklung, die die Nutzung von Autos wesentlich erleichtert hat und natürlich das Auto damit auch größeren Benutzergruppen erschlossen hat. Ja, vor 50 Jahren war das nicht so selbstverständlich wie heute, dass viele Frauen Autos gefahren sind. Das ist heute erfreulicherweise anders. Bei technischen Geräten sind wir nicht mehr in dem Stadium, in dem das Auto vor 50 Jahren war, das nicht. Aber immer mal wieder scheinen doch technische Details durch bis in das User Interface, wo man merkt, man muss doch eine ganze Menge wissen und sich auskennen, um Dinge jedenfalls vernünftig zu bedienen. Ja. Die starke Verbreitung von Smartphones, wo wir nun auch kleine Displays haben, die motiviert viele Entwicklungen, die letztlich das Ziel haben, Komplexität entweder zu reduzieren oder irgendwie geschickt vor dem Benutzer zu verbergen. Ja, was zur Motivation natürlich auch zu sagen ist, insbesondere wenn Software in einem beruflichen Kontext eingesetzt wird, ja, in einer Behörde, in einer Firma und ähnliches, dann muss diese Software bestimmten Vorgaben genügen und die sind zum Teil in der Bildschirmarbeitsverordnung festgelegt. Ja. Die Grundsätze der Ergonomie sind auf die Verarbeitung von Informationen durch den Menschen anzuwenden. Ergonomie ist so ein älteres Gebiet. Da ging es eher zum Beispiel darum, dass Bürosessel oder Stühle so gestaltet sind, dass die Menschen ja möglichst keine Rückenschmerzen kriegen. In der Bildschirmarbeitsverordnung geht es um Winkel, mit denen man auf so einen Bildschirm guckt, um Abstände, wie man da sitzt, um Entspiegelungen, um Dinge, die irgendwie eine Rolle spielen können, ob der Benutzer, wenn er stundenlang vor so einem Bildschirm sitzt, leichter Kopfschmerzen kriegt oder nicht. Oder die Augen stark belastet werden. Diese Grundsätze sollen auch auf die Informationsverarbeitung angewendet werden. Und dann heißt es ein bisschen konkreter im nächsten Paragraph: Die Software muss an die auszuführende Aufgabe angepasst sein. Also nicht irgendwie eine ganz generische Software, die mit irgendwelchen Tricks dann ziemlich viele Aufgaben erledigen kann, sondern sie soll spezifisch an konkrete Aufgaben angepasst sein. Systeme müssen den Benutzern Angaben über die jeweiligen Dialogabläufe unmittelbar oder auf Verlangen machen. Der Benutzer soll also sehen, was passiert da gerade. Der kriegt eine Rückkopplung, Feedback auf Englisch, ja, angemessenes und passendes Feedback. Dann heißt es im gleichen Paragraphen, späterer Absatz: Die Systeme müssen den Benutzern die Beeinflussung der jeweiligen Arbeitsabläufe ermöglichen, sowie eventuelle Fehler bei der Handhabung beschreiben und deren Beseitigung mit begrenztem Aufwand erlauben. Also nicht ein fixer Arbeitsablauf wird da gnadenlos durchgezogen, sondern ich kann im Einzelfall Schritte überspringen, die ich in diesem Fall vielleicht für nicht wichtig halte. Ich kann vielleicht auch nochmal zurückgehen zu einem vorherigen Schritt. Und wenn etwas schiefgegangen ist, dann wird mir irgendwie erklärt, was genau ist da schiefgegangen. Also nicht so etwas wie Fehler 13, unbekannter Fehler ist aufgetreten, sondern es müsste schon sehr spezifisch erklärt werden, was ist das Problem und wie kann es beseitigt werden. Ja? Und mit begrenztem Aufwand heißt insbesondere nicht, der Benutzer soll nun wieder völlig von vorne anfangen, eine Aufgabe zu bearbeiten, sondern das Ganze soll so realisiert sein, dass zum Beispiel Zwischenergebnisse automatisch abgespeichert werden und man also sinnvoll wieder auf den Punkt zurücksetzen kann, um weiterzumachen, der nicht zu weit zurückliegt. Die Software muss entsprechend den Kenntnissen und Erfahrungen der Benutzer im Hinblick auf die auszuführenden Aufgabe angepasst sein. Ja, das impliziert ganz natürlich, dass man die Benutzer kennen muss, einschätzen können muss in Bezug auf ihr Vorwissen, ihre Qualifikationen, ihre Erfahrungen, um eben diese Form der Anpassung überhaupt durchführen zu können. Ja? Ich habe das übernommen aus einem deutschen Buch, das hatte ich in der Liste vorhin nicht mit aufgeführt, damit sie nicht zu lang wird, von Michael Herzegg, Einführung in die Software-Ergonomie. Das ist ein interessanter Begriff, der nochmal klar macht, dass Mensch-Computer-Interaktion tatsächlich von diesem älteren Gebiet der Ergonomie herkommt. Ergonomie, die sich also früher eher um Hardware gekümmert hat und mittlerweile eben auch um Software. Es gibt verbindliche ISO-Normen und DIN-Normen, Grundsätze der Dialoggestaltung und Gebrauchstauglichkeit. Zur Aufgabenangemessenheit heißt es da zum Beispiel: Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer unterstützt, seine Aufgabe effektiv zu erledigen. Effektiv meint insbesondere, es dauert nicht länger als nötig.
Das kann schlicht und einfach bedeuten, dass ich die Zahl der nötigen Tastatureingaben und Mausklicks versuche zu minimieren. Alle Aufgaben, die sinnvollerweise dem Dialogsystem zur automatischen Verarbeitung übertragen werden können, sollen durch das Dialogsystem ausgeführt werden, ohne den Benutzer zu belasten. Ja? Also geistige Fließbandarbeit sollte vermieden werden. Und der letzte Punkt dazu aus den Normen: Die Form der Eingabe und Ausgabe soll der jeweiligen Arbeitsaufgabe und den Benutzerbelangen angepasst sein. Also Anpassung an Aufgaben auf der einen Seite und Benutzer auf der anderen Seite. Das ist so dieses Dreieck auch der Softwareergonomie: der Benutzer, die Aufgabe und das System, was dann das Ganze tatsächlich umsetzt. Ja, inwiefern ist interaktive Systeme ein Thema, was wirklich anders ist als normale klassische Informatikveranstaltungen? Ja, ich mache ja auch eine ganze Reihe von anderen Veranstaltungen, Visualisierung beispielsweise oder medizinische Visualisierung. Da wird geredet über Algorithmen, wie man bestimmte Probleme löst, über Techniken, über effiziente Implementierungen, Datenstrukturen und ähnliches. Ja, und selbst wenn das im Falle von meinen Vorlesungen immer auch eingebettet ist in Diskussionen von Anwendungen und damit auch von Benutzern, steht doch das Technische im Vordergrund. Ja, wie kriegen wir das Rendering schneller hin und trotzdem in sehr guter Qualität beispielsweise? Ja, hier sind einige Beispiele: Datenbanken, Rechnernetze und eben die schon angesprochene Computergrafik. Ja, in der Informatik geht es oft um Algorithmen und der Aufwand soll minimiert werden. In den letzten Jahren geht es viel darum, große Datenmengen zu analysieren und auch da die Frage, wie leistungsfähig kann man das hinkriegen? Wie gut sind die Classifier in Bezug auf die Detektion von Problemen, aber auch auf die Spezifität, dass sie also nicht falschen Alarm schlagen, beispielsweise. Ben Schneidermann hat, schon ein paar Jahre ist das her, so ein bisschen diesen Unterschied so charakterisiert: The old computing is about what computers can do. The new computing is about what users can do. Und in diesem Sinne geht es also in interaktive Systeme um das neue Computing. Interaktive Systeme haben viel an Bedeutung gewonnen, weil der Kreis von Anwendern immer größer geworden ist. Immer größer in Bezug auf Altersgruppen. Früher waren Kinder keine Altersgruppe, die man in der Mensch-Computer-Interaktion ernst genommen hat. Ältere Benutzer auch nicht. Über Behinderte nachzudenken, ist etwas, was extrem selten gemacht worden ist. Da gab es eben ein paar Forschungsgruppen, die nun da ihre Forschungsnische auch hatten und sich spezialisiert haben. Aber das kam in der Breite nicht an. Heute ist das anders, ja, auch aus arbeitswissenschaftlicher Sicht. Das ist eine Frage der Partizipation auch von Behinderten am Arbeitsleben, dass Software, die da eine wichtige Rolle spielt, so gestaltet ist, dass die Software keine neuen Hürden schafft und quasi zu einer Ausgrenzung von Behinderten beiträgt. Ja? Also immer breitere Anwendungen. Wenn ihr euch selbst mal beobachtet in eurer Nutzung von Apps und anderen Programmen, dann ist sicher festzustellen, dass ihr ziemlich viele Programme oder Apps nutzt und davon natürlich einige ziemlich selten. Und das bedeutet, das kann nur funktionieren, wenn die ganz leicht zu erlernen sind. Das heißt, Lernaufwand ist dann das herausragende Kriterium für Benutzerfreundlichkeit. Nicht so sehr, wie effektiv bin ich, wenn ich das Programm ganz oft benutzt habe. Das würde eine Rolle spielen, wenn es um ein Programm geht, was ich typischerweise mehrere Stunden jeden Tag benutze. Ja? Aber das ist für viele Programme gar nicht der Fall. Es gibt mehr und mehr sicherheitskritische Anwendungen, ja, Software, die zur Steuerung von kritischen Infrastrukturen dient, in Kraftwerken, zur Energieerzeugung, in Krankenhäusern beispielsweise. Ja. Und da ist ein anderes Kriterium wichtiger, da ist es nicht der Lernaufwand, da ist es die Vermeidung bzw. falls es auftritt, die sehr schnelle Lokalisation von Fehlern, die dann auch leicht behoben werden müssen. Was ein bisschen schwer zu quantifizieren ist, deswegen habe ich mir konkrete Zahlen hier mal erspart, gibt aber auch solche Untersuchungen. Das, was quasi die eigentliche algorithmische Entwicklung ausmacht, den Kern an Algorithmen und Datenstrukturen, ist in einem großen, komplexen Programm
heutzutage gar nicht mehr so viel prozentual, insbesondere weil auch vieles dann auch noch genutzt werden kann aus Bibliotheken, die es schon gibt, wohingegen die User Interfaces einen wachsenden Anteil haben. Ja, also wenn man einfach Lines of Code messen würde, dann ist der Anteil, der zum User Interface gehört, oft deutlich größer als 50%. Das war früher nicht so. Ja, da hatte man großen algorithmischen Kern und dann hat man irgendwie noch als letztes da so ein kleines User Interface draufgesetzt. Wenn man jetzt an Firmen denkt, ja, das ist vielleicht die Sicht, die für einen Wirtschaftsinformatiker besonders relevant ist, da sind gute User Interfaces einfach deswegen so wichtig, weil von ihnen abhängt, mit welchem Aufwand sind Schulungsmaßnahmen verbunden oder andere organisatorische Maßnahmen. Ja? Brauche ich dafür viele Tage oder reichen wenige Stunden? Und ich muss vielleicht ein paar hundert Mitarbeiter schulen. Das kann man sehr leicht in Kosten umrechnen. Und dann ist klar, dass die etwas teurere Software, wenn sie tatsächlich besser ist, was das User Interface angeht, günstiger sein kann im langfristigen Einsatz. Nutzungskonzepte, Kontexte erweitern sich immer weiter. Wir haben schon Beispiele dafür gesehen, wie Software eingebettet ist in verschiedenste Geräte, wie sie eingesetzt wird für Trainings- und Montageprozesse. Da spielt Augmented Reality eine wichtige Rolle. Das ist übrigens ein Gebiet, wo Christian Hansen, der die eine Übung macht, ein großer Experte für ist, wo man bei ihm also auch in vielen Forschungsprojekten arbeiten kann. Smartwatches, ja, da wird interaktive Systeme getragen. Man spricht von Wearable User Interfaces. Und die Software muss angepasst sein an solche Nutzungskontexte, an verfügbare Ein- und Ausgabegeräte, auch an den Platz für diese Ausgabegeräte. Und Konzepte für zugehörige Geräte müssen entwickelt werden. Software ist lange Zeit überwiegend in einen beruflichen Kontext eingesetzt worden. Ja? In der Verwaltung, zur Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung und so weiter. Da war so ein bisschen klar, Spaß macht das nicht, aber dafür kriegt man nun mal das Geld. Heute dominiert mehr und mehr die private Nutzung von Software. Und das ist eine andere Geschichte. Wenn die private Nutzung dominiert, dann ist klar, die Software wird nur erfolgreich sein, wenn die privaten Benutzer das Gefühl haben, das ist wirklich eine gute Software, die unterstützt mich sehr gut. Im beruflichen Bereich war das anders. Ja? Wenn da IBM beispielsweise eine neue Finanzbuchhaltungssoftware entwickelt hat, dann haben sie mit ihren Kunden verhandelt, aber nicht mit denjenigen, die am Ende nun wirklich diese Software im Detail genutzt haben, sondern mit Hauptabteilungsleitern oder Geschäftsführern. Ja? Und wenn Sie die dann davon überzeugt haben, dass die berühmte IBM-Software sehr gut wäre für Ihre Firma, dann mussten die Mitarbeiter in der Firma diese Software benutzen. Und zwar auch dann, wenn sie so einen Hals hatten, weil diese Software wirklich nicht so gut funktioniert hat, vielleicht Teile ihrer Prozesse gar nicht abgebildet hat, vielleicht schlechter funktioniert hat als eine Software, die sie vorher im Einsatz hatten. Ja? Aber das Ausmaß, in dem sie quasi eine Mitsprache darüber hatten, diese Software und diese Investitionsentscheidung auch wieder rückgängig zu machen, war sehr begrenzt. Das ist privat anders und deswegen spielen User Interfaces eine wichtigere Rolle. So, private Nutzer haben nun auch nicht die Motivation, kriegen ja auch kein Geld dafür, an Schulungen teilzunehmen oder Handbücher zu lesen, wie man das im beruflichen Umfeld notfalls machen würde. Also Einarbeitungsaufwand muss gering sein. Über besondere Benutzergruppen haben wir schon gesprochen. Auch das führt zu vielen neuen Anwendungen. Man spricht von Inclusive Design, wenn also wirklich ernsthafte Anstrengungen unternommen worden sind, um möglichst vielen auch behinderten Menschen die Nutzung von Software zu ermöglichen. Das führt so ein bisschen dazu, zu überlegen, was sind eigentlich vermeidbare Probleme bei der Nutzung. Teilweise ist der Einarbeitungsaufwand einfach hoch, unnötig hoch. Ja? Das heißt, die Komplexität geht über die des Anwendungsgebietes hinaus. Was meine ich damit? Es gibt Situationen, da würde kein Mensch erwarten, dass man ohne nennenswerten Einarbeitungsaufwand etwas erfolgreich nutzen kann. Ja? Ihr würdet nicht erwarten, dass ihr zum ersten Mal im Leben in das Cockpit eines Flugzeugs marschiert. Und dann wäre euch intuitiv klar, wie man das Flugzeug starten, landen und navigieren kann, sondern es würde euch nicht überraschen, dass es da viele Instrumentenanzeigen gibt, ein komplexes Cockpit,
und dass es erheblicher Schulung bedarf, um das gut zu benutzen. Das sind dann also Situationen, wo das komplizierte User Interface quasi gerechtfertigt ist durch die Komplexität des Anwendungsgebietes, um das es dabei geht. Ja? Das ist aber bei einfachen Apps zur Terminverwaltung oder Adressverwaltung oder so nicht ansatzweise der Fall. Eine Formulierung habe ich hier mal aufgegriffen, die oft verwendet wird. Systeme arbeiten gegen die gewohnte oder vom Benutzer gewünschte Arbeitsweise. Ich muss also immer wieder etwas anders machen, als ich das eigentlich gern machen will. Ein Spezialproblem in dieser Kategorie ist, dass Vorgänge aufgeteilt werden, etwas, was aus Anwendersicht zusammenhängt, in irgendwelche Einzelteile, wo es aufwendiger ist, das zu machen, schwerer ist, sich darauf zu konzentrieren, und dem Benutzer ist nicht klar, warum es diese Teile gibt. Ja? Und das kann, und das ist wiederum eben die arbeitswissenschaftliche Perspektive, tatsächlich bis zu psychischen Beeinträchtigungen gehen. Wenn ich also gezwungen bin, im Job stundenlang jeden Tag mit einer Software zu arbeiten, die gegen meine gewohnte Arbeitsweise arbeitet, dann kann das bei Menschen, die nun vielleicht auch nicht das allergrößte, die allergrößte Stressresistenz und Frustrationstoleranz haben, dazu führen, dass sie ja, bis hin zu gesundheitlichen Problemen entwickeln. Und auch eine Situation, die ungünstig ist, ich habe nicht selten Beispiele dafür auch erlebt. Ich habe also Mediziner befragt und beobachtet, wie sie komplexe radiologische Workstations einsetzen und nutzen und was sie machen, wenn bestimmte Probleme auftreten. Und dann habe ich nicht selten gehört, dass man dann einen fragt, dann fragen wir den Robert. Der Robert, der weiß sowas. Ja? So, es ist klar, wenn Robert kündigt, wird es schwierig. Wenn Robert im Urlaub ist oder krank wird, wird es schwierig. Und wenn Robert gerade keine Zeit hat oder schlechte Laune hat und eigentlich nicht in der Stimmung ist, irgendwas erklären zu wollen, ist auch schwierig. Ja? Also so eine Abhängigkeit von Experten ist etwas, das will man eigentlich unbedingt vermeiden und ist auch ein Merkmal dafür, dass Software nicht so gut designt ist, wie das sein sollte. Wenn es um ja, Software geht, nun im beruflichen Kontext, dann wird sowas schnell auch zu einem Imageproblem für die betreffende Firma, wenn die quasi bekannt dafür ist, dass die User Interfaces sehr ungünstig sind. Wenn man mal im Web bleibt, ja, E-Commerce spielt heutzutage eine wichtige Rolle. Sehr viele Bestellungen werden online abgewickelt. Wenn die entsprechende Webseite schlecht gestaltet ist, dann entwickelt der Benutzer kein richtiges Vertrauen zu dieser Webseite, vielleicht auch nicht zu den Bezahlvorgängen und das wird sich in Umsatzverlusten widerspiegeln. Ja? So, wenn man jetzt mal diese kommerzielle Perspektive einen Moment lang außen vor lässt, man denkt vielleicht an die Webseite eines Sportvereins, einer gemeinnützigen Einrichtung oder ähnliches. Da geht es nur nicht um Umsatzverluste. Aber auch diese Webseiten haben mehr oder weniger Besucher, abhängig davon, wie gut und schick sie auch gestaltet sind. Und ob die Benutzer, die potenziellen Interessenten für den Sportverein oder die gemeinnützige Organisation, die wichtige Information auch schnell erkennen können. Wenn das nicht so ist, wird man diese Benutzer schnell verlieren und als Interessenten verlieren. Auch das hat ja ganz konkrete negative Konsequenzen. Ja, wenn man an die Anwender denkt, jetzt im Sinne von Firmenkunden, von einer Software, die erhoffen sich ja etwas davon, neue interaktive Systeme einzusetzen. Sie wollen Personal entlasten, vielleicht um es freizustellen für andere Aufgaben. Zum Beispiel in einem Pflegeheim soll die Dokumentation erleichtert werden, damit sich das Pflegepersonal wieder mehr um die alten Menschen kümmern kann. Die Firmenkunden streben oft eine Qualitätsverbesserung in bestimmten Bereichen an, im Service beispielsweise, oder eben eine Kostenersparnis. Ja? Und wenn User Interfaces schlecht sind, dann werden solche Ziele nicht erreicht. Das ist also wieder etwas, was im Endeffekt wirklich wirtschaftliche Konsequenzen hat. So ein paar Beispiele. SAP ist mittlerweile eine Firma, in der User Interface Design wirklich groß geschrieben wird. Ich habe User Interface Experten von SAP kennengelernt, die ja äußerst engagiert und kompetent dabei gewesen sind, SAP-Produkte umzugestalten, weiterzuentwickeln, mit einer benutzer- und aufgabengerechten
Fokussierung. Das war nicht immer so. Ja? Der Fokus bei der SAP-Entwicklung lag, wie so oft in der Informatik, natürlich in den ersten Jahrzehnten darauf, möglichst viel Funktionalität anbieten zu können, dass man also guten Gewissens sagen kann, wir unterstützen diesen Vorgang und diesen Vorgang und diesen und diesen. Das spielt übrigens heute immer noch insofern eine wichtige Rolle, wenn es also darum geht, dass eine Firma oder auch der öffentliche Dienst eine Ausschreibung macht. Wir suchen eine Software, die das, dieses oder jenes kann. Wir bitten um Angebote. Dann droht, dass die Entscheidung für ein bestimmtes Angebot fällt unter zwei Aspekten. Das eine ist, wer bietet mir die meisten Features an, ja, hat also die größte Funktionalität. Und zweitens, wer macht das zum günstigsten Preis? Dass man etwas zum günstigsten Preis machen kann oder die meisten Features anbieten kann, ist nicht gleichbedeutend damit, dass man ein gutes User-Interface hat. Ich würde sogar sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wenn man diese beiden Kriterien überbetont, dass das User-Interface dann so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Denn den niedrigen Preis kriege ich vor allem hin, wenn ich mir den Aufwand versuche zu schenken, allzu intensiv zu verstehen, was die Benutzer eigentlich wollen und wie ich sie bestmöglich unterstützen kann. Und wenn ich ein Tool mit Funktionalität vollknalle, dann ist da wahrscheinlich viel Funktionalität dabei, was die meisten Benutzer gar nicht brauchen werden, was nun aber irgendwie realisiert ist, Teil des User Interfaces ist und damit ablenkt von den Teilen, die die Benutzer wirklich brauchen. Ja? Also da hat SAP viel getan, um Dinge umzugestalten, und das Wichtigste im Detail war dann eigentlich, dass sie an vielen Stellen Informationen anders zusammengefasst haben, sodass das, was für einen Vorgang typischerweise benötigt wird, auf einmal sichtbar ist, einstellbar ist und erledigt werden kann. Und nicht irgendwie zusammenkopiert werden muss aus verschiedenen Bereichen. Das ist deswegen so wichtig, weil das häufige Wechseln zwischen Bildschirmfenstern kognitiv anstrengend ist, mental anstrengend ist und natürlich auch Zeit kostet. Ja? Also das ist etwas sehr Ungünstiges. Ich will noch ein Beispiel geben, auch wenn das natürlich auch schon ein paar Jahre alt ist, aber irgendwie ist es nach wie vor, finde ich, ein typisches Beispiel, ein didaktisch interessantes Beispiel. In Oberklasse-Autos, also sowas wie 5er BMW und Audi A6, da hat man so in den Jahren 2002, 2003 sehr ausgebaute Steuerungssysteme eingebaut, mit denen man die Klimaanlage steuern konnte, die Sitze steuern konnte, das Entertainment-Programm steuern konnte und vieles mehr. Ja? Und beworben hat man das tatsächlich auch damit, was das Auto jetzt alles kann. Doch, so viele Features. Was man sich nicht so richtig klar gemacht hat, ist, das Durchschnittsalter der Benutzer, also derjenigen, die diese Autos fahren, ist über 50. Ja? Über 50-Jährige im Jahr 2002, ja, die sind also nun vorsichtig gesagt nicht mit YouTube aufgewachsen oder Smartphones oder ähnlichem. Und für die war das eine totale Überforderung. Das machte so keinen Sinn. Ja? Die User Interfaces mussten verbessert werden und auch die Funktionalität teilweise wieder abgerüstet werden. Ansonsten, ja, wäre das quasi bei den Benutzern wirklich zum Desaster geworden. Webseiten teilweise sehr unübersichtlich gestaltet, Menüeinträge, wo man nicht genau weiß, was bedeuten die jetzt eigentlich, Warnungen, die man nicht richtig versteht oder wo man glaubt, die sind im aktuellen Kontext gar nicht sinnvoll. Ich höre oft von Benutzern, dass sie sagen, ja, da kam dann irgendwas, das habe ich erstmal weggeklickt. Ja, eine Warnung kann man wegklicken, dann passiert nichts. Aber Warnungen, die in 90% der Fälle ohne gelesen zu werden weggeklickt werden, da muss irgendwas dran ungünstig sein. Ein wichtiges Detailproblem sind Fonts, ja, also die Schrift in einem User Interface. Es liegt nahe, erleichtert Gestaltungsprobleme. Wenn ich kleine Fonts nutze, kriege ich irgendwie mehr unter, ja, kann das auch auf dem Smartphone irgendwie präsentieren, muss nicht darüber nachdenken, wie ich mich kürzer fassen kann, etwas abkürzen kann oder ähnliches, ja. Die Entwickler, diejenigen, die etwas programmieren, sind oft zwischen 25 und 35. Benutzer sind oft über 50. Und ihr wisst, dass ich sehe, Gewohnheiten und Fähigkeiten deutlich verändern im Alter. Das heißt, das, was für die Entwickler ein angemessener Font ist, ist für viele Benutzer ein absolut unzumutbar kleiner Font. Ja? Tests mit Benutzern, einschließlich derjenigen, die in einem höheren Alter sind, sind wichtig. Ja, teilweise gibt es sehr kleine Tasten, dann kann ich natürlich leicht irgendwie daneben klicken und wehe dem, man hat nun auch noch einen Benutzer, der ja vielleicht
weil er Multiple Sklerose hat oder Parkinson, gar nicht so genau zielen kann, dann wäre das kaum benutzbar. Teilweise sind einzelne Tasten mit verschiedenen Funktionen belegt. Also wenn ich sie kurz drücke, macht sie das. Wenn ich sie länger drücke, macht sie was anderes. Das ist auch schwer zu erlernen und verwirrend. Nach wie vor stürzen Programme ab. Ja, das Word-Programm, mit dem man so viele Texte schreibt, das ist mir vor nicht allzu langer Zeit auf diese Weise abgestürzt. Ich kann OK klicken oder Cancel, um das Programm zu debuggen. Das will ich unbedingt, das Programm debuggen, nachdem es mir abgestürzt ist. Ja? Eine nichtssagende Fehlermeldung. Ja, zum Ende dieser ersten Video-Vorlesung will ich noch auf Kompromisse eingehen, weil die etwas sind, was ganz typisch sind für die Entwicklung von interaktiven Systemen. Da müssen Kompromisse eingegangen werden. Warum eigentlich? Die Systemgestaltung im Sinne von Mensch-Computer-Interaktion ist keine wohldefinierte Optimierungsaufgabe, wo man also sagen kann, wir haben folgende Zielvariablen, vielleicht mit gewissen Wichtungen versehen, und jetzt können wir unter allen möglichen Lösungen diejenigen auswählen, die bezüglich unserer Zielfunktion optimal sind. Ja, in manchen Bereichen der Informatik kann ich das, aber bei Gestaltungsaufgaben kann man das nicht. Das kann man unter anderem deswegen nicht, weil man schlicht und einfach viel zu viele Freiheitsgrade hat, als dass man das so beschreiben könnte. Systeme sind oft für verschiedene Benutzergruppen gedacht. Ja? Und Kompromisse sind oft schon deswegen nötig, weil ich eventuell irgendwie priorisieren muss, dass ich sage, eine Benutzergruppe steht für mich irgendwie doch stärker im Vordergrund und im Zweifelsfall optimiere ich die Bedienung stärker auf diese Gruppe. Ihr kennt von Webseiten oft so etwas, unsere Fakultät ist auch so ein Beispiel. Da gibt es verschiedene Sichten für Studenten, für Studieninteressierte, für Lehrende, beispielsweise, dass man dann wirklich andere Webseiten macht, die ganz zielgruppenspezifisch sind. Ja. Das LSF ist zum Beispiel, ja, das Informationssystem, was wir für die Lehre einsetzen, wo ihr Übersichten findet über Lehrveranstaltungen, Termine, Räume und so weiter. Ja. Ich nutze das System beispielsweise als einer von vielen Lehrenden. Dann gibt es LSF-Administratoren, die tragen alles Mögliche da ein, Grenzen, Belegungsgrenzen und so weiter. Das mache ich zum Beispiel nicht selber. Das sind wesentlich weniger Personen. Die größte Gruppe, die das nutzen, sind Studenten, also ihr. Ja. Ich würde sagen, im Zweifelsfall muss die Bedienung des LSF für diese größte Gruppe von Benutzern, also für die Studenten, optimiert werden. Ja. Jede Realisierung hat Vor- und Nachteile und verstößt unter Umständen gegen Richtlinien oder ist für einzelne Benutzergruppen problematisch. Ja? Beispiele für Kompromisse. Oft gibt es Sicherheitsabfragen, ob man irgendwas wirklich löschen will oder wirklich beenden will, beispielsweise. Sicherheitsabfragen machen es immer langsamer. Ja? Es würde schneller gehen, wenn es die nicht gäbe. Ja? Oder Passworteingaben und andere Authentifizierungsmechanismen, die machen zunächst mal die Benutzung eines Programms aufwendiger, komplexer, ich brauche irgendeine Information, die ich vergessen kann. Andererseits gibt es natürlich auch gute Gründe dafür. Ja, das heißt also, bei Interface-Gestaltung muss man immer so abwägen, was ist jetzt wichtiger. Schnelle Erreichbarkeit von Kommandos würde ich erreichen dadurch, dass ich mein User-Interface mit 50 Icons vollpflastere und jedes Icon repräsentiert dann ein Kommando. Das wird dann aber sehr unübersichtlich. Vielleicht sollte ich das besser doch nicht für alle Icons machen, sondern eben nur für einzelne. Gut, damit würde ich diese erste Videovorlesung beenden. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.